Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last Tinker City of Colors. Einem weiteren Pinsel-Nachhol-Part. Ich dachte so, okay, mache ich doch heute noch mal ein Stück weiter. Ihr seht, es sind jetzt noch offen neue Freunde, um Wege gefahren. Höhepunkt. Diese würde ich gerne heute noch abschließen und ja, dann mit der Story weitermachen und dann im späteren Durchlauf nochmal bei Therapie rein und den anderen Kladderadatsch machen. Aber erstmal, wie gesagt, neue Freunde, da gehen wir kurz rein. Sollte relativ schnell gehen. Ich werde vielleicht ein bisschen schwitzen, den Wegen ein wenig cutten, aber halt nicht so, dass es halt komplett ohne Verbindung ist. Und warum habe ich schon wieder Shift gedrückt? Ich muss auf Leertaste drücken. Mann, wann lerne ich das? Ja. So. Also, der erste ist ja hier. Den habe ich offensichtlich nicht eingesammelt. Wer hätte gedacht? Der zweite Pinsel dauert schon ein minimal Stück länger. Der war nicht hier. Okay, warte, das. Das habe ich jetzt kurz verwechselt. Moment. Kurz nachdenken. Ach ja, jetzt habe ich es wieder. So, immer schön alles mitnehmen, ein bisschen. Ich brauche auch noch sicherheitshalber ein bisschen Kleingeld, sage ich jetzt mal dazu. So, man muss sich ja nur genügend umgucken und findet eigentlich zum großen Teil immer sehr viel Stuff hier auch. Also von daher. So. Wer das übrigens komplett wissen will, was die hier labern, guckt gerne bitte meinen vorletzten oder vorvorletzten Part. Da ist das ein bisschen, ja, sag mal schnell, festgehalten. Gedingst hier, sag mal. Ne, wisst schon. So, ich gucke noch mal mich hier um. Genau, hier ist gerade nichts. So. Das hier war wirklich nur, um die Tür aufzukriegen. Achso, daher komme ich ja gerade. So, und jetzt, ach ja, genau, jetzt kommt ja diese Schoße hier wieder. So. Ah ja, jetzt weiß ich auch wieder genau, wo das, ist. Moment. Ich glaube, hier müsste es sein oder unten irgendwo. Jedenfalls ist hier auf jeden Fall auf der oder hier in dem Bereich, besser gesagt, auf jeden Fall der zweite Pinsel. Ich glaube, das hat man aber auch in meinem Let's Play gesehen, dass ich den zweiten Pinsel, der hier in dieser Area ist quasi, der Pinsel, schon eingesammelt habe. Ich glaube, das liegt daran. So. Das war gerade seltsam, aber es hat ja anscheinend
Glück weit funktioniert. So, wer ganz pfiffig ist, kann natürlich auch einfach Pause drücken mehrfach und sieht dann somit auch, was da steht. Also einfach das Video ein bisschen halbieren von der Geschwindigkeit, ein bisschen Zeitgefühl haben und schon kann man auch den Text dann auch mitlesen. Sodele. Und dann wollen wir doch mal. Wie gesagt, bei Wiederholungsparts, wo ich Sachen mache, da lasse ich meistens dann die Texte aus, Leute. Aber wie gesagt, guckt immer das Let's Play komplett. Da habt ihr auch alles mitgenommen. Sofern es halt keine Synchro gibt, halt, meine ich jetzt. Ansonsten natürlich bei Synchro oder halt Sachen, die man nicht skippen kann, da natürlich auch. So. Hier ist nämlich noch ein weiterer Pinsel. Und hier ist noch ein Pinsel. So, wie auch. Nein, nein, nein. Genau, das schießt uns quasi ans Ende und mein Fenster klappert im Hintergrund. Bitte nicht großartig beachten, das Geklapper. Ich lasse mal nämlich nach langer Zeit mal wieder frische Luft rein. Das soll ja gesund sein und auch einhelfen, wacher zu bleiben. Habe ich mal gehört. Ja, und wie ihr seht, ist da schon der nächste Pinsel. Und dann haben wir auch hier alle Pinsel uns ergattert. So. Daher wir sowieso ins nächste Level-Abschnitt müssen, kann ich ja genauso gut einfach, ja, über das Sprungfeld reißen. Dann würde ich sagen, da habe ich mir wieder allerdings Bilder gemacht. Moment, wir haben es gleich. Da habe ich mir allerdings Bilder gemacht, weil das echt nicht einfach war. Aber ich kann ja noch mal gucken, ob ich die so finde. Aber hier sind es ja nur vier Pinsel, die fehlen. Okay, ich glaube, ich habe es gerade verwechselt. Aber diese vier Pinsel gucke ich mir mal ganz kurz auf meinen Bildern an, wo die sind. Ich muss sowieso den Kampf machen hier, das will ich euch auch ersparen. Von daher, huch, nicht gegen das Mikro schlagen. Von daher, bis gleich. So, Leute, ich habe ja beim letzten Mal gemeint, von wegen die Energieleiste oben war voll und ich hätte das nicht einsetzen können, ne? Blödsinn, die 1 hätte ich ganze Zeit einsetzen können. Es ging also eher um die 2, die ich nicht einsetzen kann, weil wir die gerade erst gekriegt hatten zu dem Zeitpunkt. So. Ja. Gut, jetzt habe ich mir erstmal hier alles frei gemacht an Kampffläche. Genau. Dann muss ich dich einmal ganz kurz rüberschicken. Weil wichtig und so. Nochmal rüberschicken. Damit halt das erstmal aktiviert ist da drüben. So, und jetzt ein paar längere Sprünge quasi und hier das aktivieren.
So, alles in allem gibt es hier in dem Bereich nichts mehr, was ich holen könnte. Sondern es ist ein bisschen weiter hinten gelandet. Die relevanten Punkte. Also hier habe ich ja auch eingesammelt. Huch, da bin ich gerade gegen den Strauch gekommen, der mich piekt. So. Und allerspätestens ab jetzt kommt wieder Pinsel. Also, wie gesagt, da drüben sind quasi. So, und zwar. Moment. Ja. Das bleibt nicht aus, Leute. Das bleibt nicht aus. So. Wir müssen hier nämlich in jede Ecke nochmal. So. Ach ja. Genau, also da ist einer. Moment. Jedenfalls muss ich kurz in jede Ecke nochmal gucken. Genau, hier gibt es noch einen. Genau, da nämlich. So, hier wäre jetzt schon wieder fast dran vorbei. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das war jetzt übrigens der vierte von sieben. Aber die am Anfang, die man ja kriegt, mit den einen mit dem Gebüsch zusammengerechnet, ne? So, dann ist hier hinten, genau. Hier in der Luft einer, könnte man sagen. Dann, wenn man, ich glaube, hier hochging, war das. Moment, ich muss gerade mal gucken. War das der? Ja, genau, da ist ja der Bomber. Den wir auch brauchen quasi. Eins, zwei, drei. So. Ein sehr kurzes Zeitfenster, ich weiß. Das war jetzt weniger intelligent, dafür hole ich mir noch das Leben zurück. So, dann ist hier nämlich auch noch ein Pinsel. Und wenn wir dann hier noch so hoch gehen. Moment. Was dann hier hoch? Hier sicher mal sicherheitshalber mal hoch. Ja, sieht gut aus. Genau. Dann geht man hier einfach ganz nach hinten durch. Und hat dann hier hinten im Eck. So eine kleine Ecke, wo man runter kann. Und hat hier auch noch einen Pinsel. So, das waren die Pinsel von diesem Bereich. Klar, etwas Wirsch und Kokagi, aber man findet sie doch relativ leicht. So. Und jetzt würde ich sagen, während die quatschen, rufe ich mir mal in die Erinnerung, wo das bei dem anderen Level waren. Ja. Ich muss jetzt erstmal auch überhaupt wissen, was das andere Level war.
Jetzt startet. Nein, Ah ja, genau. Da war es nämlich noch ein zweiter Pinsel, der mir jetzt gefehlt hat. Und ich weiß auch, glaube ich, sogar wo. Bloß ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich da rankomme. Stimmt. Den habe ich nämlich gar nicht selber nochmal versucht zu kriegen. Deswegen würde ich ganz kurz mal auf ja, ein Video zurückgreifen. Von daher melde ich mich gleich zurück und ja, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt kurz mal im Video geschaut, weil ich halt wirklich selber das Level gar nicht nochmal nachgeprüft habe, privat. Ist zwar ein bisschen blöd, aber immerhin haue ich mir nicht den Dornbusch so sonst wohin. So. Oh, das war ja einfacher, als ich dachte. Es ist tatsächlich der erste, der mir gefehlt hat, nicht der zweite. Der zweite wäre nämlich bei den Tentakel, aber den T Oktopussen, Tintenfischen? Nee, Tintenfischen ist ja nicht. Aber bei den Oktopussen gewesen. Gut, dann würde ich sagen, nach langer Zeit mal wieder zurück zum Menü stattdessen, um ins nächste Level zu kommen. Sprich, um halt auch zu sehen, was der Stand der Dinge ist. So, grandioserweise haben wir nämlich jetzt quasi noch übrig bleibend Höhepunkt. Da sind es drei Pinsel. Und da wiederum muss ich sagen, habe ich so eine grobe Vermutung. Aber will es halt trotzdem nochmal nachprüfen. Von daher auch da ganz kurz bis gleich. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. So, ich weiß jetzt ganz grob, wo welche sind. Und zwar einer versteckt sich hier drin. Den irgendwie zeigen. So, da. Da schwebt er schon. Und einer versteckt sich hier oben irgendwo bei den Seiltanz. Ah, da, ja, genau. Da. Und zu beiden gehe ich jetzt erstmal hin. Den letzten, den habe ich hingegen ja schon. Das ist ja der, wo man oben über ein Seil tanzt und dann runterhüpft, um Kisten zu zerschlagen. Ich weiß gar nicht, warum es mir nicht aufgefallen ist, dass ich den schon hatte, aber hey. Oder anderen wegen solcher Aktionen wahrscheinlich. Nein, Spaß beiseite. Ich dachte halt, den bräuchte ich auch, aber ist ja Blödsinn. Ich muss ja nicht immer die wieder einsammeln, wenn ich ins Level reingehe. Ich behalte die ja. So. Warum ich jetzt hier auf die Idee kam, einen Jump zu machen, statt ganz normal einfach hier längs zu kraxeln, habe ich keine Ahnung. Um Gottes Willen, was war das denn jetzt? Ich bin ja auch etwas sonderdeppert. So. Nee, Quatsch. Ich muss in die andere Richtung. Hier muss ich lenken. Längst. Längst. Meine Güte. Man sprechen heute wieder on point, ne? So. Gut, das Schöne ist, wir müssen halt nicht ganz nach oben dadurch. So, das ist Pinsel Nummer 3. Und jetzt können wir wieder hier raus. Moment, wir haben es gleich. So. Ohne Maussteuern ist halt immer noch schwierig, aber man kriegt es ja hin, wie ihr seht. So, und wie ihr seht, jetzt haben wir auch Höhepunkt fertig und können dann quasi beim nächsten Mal die Therapie beim nächsten Mal nochmal machen, um da die letzten zwei Pinsel zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, als kleinen Bonus, wenn mich da die Maus jetzt nicht so zu sehr triggert. Ja, können wir noch in Eva kurz. Das hört sich falsch an, ich weiß, aber macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, und ich bin auch so, dass ich sage, okay. Ich bin zwar abgenervt von den ständigen Nachsammeln, aber irgendwo ist es auch cool, nochmal in die Level reinzugehen und zu sehen, wie schnell man nochmal durchkommt. Von daher mache ich mir nichts aus. Und ich habe nicht gelesen. Ah, jetzt ist auch die Maus wieder da. Sehr schön. Dann geht das Ganze auch sowieso nochmal schneller. So, nochmal. Und diesmal lese ich auch mit. Sorry, Leute. Ist halt, wenn man im Affekt das macht, ne? So, sehr schöne Umgebung. Ja, alles super.
Okay. Lass uns Blaue finden, seine Macht gewinnen und zum Marktbezirk zurückkehren. Dann sollten wir durch das Portal gehen können. Endlich. Achso, ja, warte mal. Habe ich das nicht sogar schon beim letzten Mal noch vorgelesen? Ach, wieder Shift gedrückt. Wartet. Ich suche nochmal vorher den Start ab. Dass ich halt wirklich nichts vergesse. Sicher ist sicher. Ja, aber hier habe ich jetzt echt nichts vergessen. Das war jetzt, Sparflammenkurs so in der Richtung. So. Ach ja, wie schön die einfach alle hier gegen latschen. Sehr schön. So, ich gehe nochmal hier lang, weil auffällig. Und ja, ich hatte recht. Ich habe recht behalten. Es ist immer da, wo es am auffälligsten ist, immer hingehen, Leute. Immer. Ihr seht einen Unfall, geht weg. Ihr seht so auffällige Spots wie das hier, hingehen. So. Hier ist nichts. Und natürlich immer alle Spots hier überprüfen, wo Kisten sind. Gerade das hilft dann auch am meisten. Um Sachen zu finden. So. Ich versuche relativ schnell zu sein trotzdem, ne? Also, bitte sieht es mir nach. Siehst du die blauen Tulpe da drüben? Nein, ich auch nicht. Nur diese hässliche weiße Pflanze, die den Platz bei der wunderschönen Eva, der blauesten Blume der Welt, eingenommen hat. Immer wenn ich traurig war, habe ich sie angesehen. Das erklärt, warum sie eher immer traurig ist. Naja. Und ihr zugehört und schon ging es mir besser. Sie war die Überbringerin der Freude, die Göttin der Blumen. Und jetzt ist sie nichts. Oh Mann. Was, wenn wir sie wieder zum Singen bringen können? Dann bleibe ich hier bei euch und tue mein Bestes, euch zu helfen. Wow, das war ja sehr unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja! Okay, genial. Ich glaube, das haben auch die Entwickler gemerkt, dass das so richtig uff war, also so richtig schwierig. Jetzt macht er so eine Affenklaue, sag ich jetzt mal dazu ganz liebevoll gemeint. Gut, dann gehen wir mal weiter. Setze bei Bix ein, um ihn einen Samen weinen zu lassen. Seine leuchtende Aura wird die bleichte Bereiche einfärben, Bleiche entfernen und bleichen Objekten ihre Farbe wiedergeben. Wenn du einen neuen pflanzt, verschwindet der alte, der traurige Kreislauf des Lebens. So. Na gut.
Ich das mal so handhaben, dass ich jetzt gerade mal nachgucke. Nicht nur. Diese fiesen Kreaturen sind über mein geliebte Blumenbeet getrampelt. Es hat mich so traurig gemacht. Meine Traurigkeit ist übergeschwappt und hat sie erstarren lassen. Du kannst einsetzen, um die zu betäuben, die noch laufen können. Ein betäubter Feind ist von hinten besonders verwundbar jetzt. Rette mein geliebtes Blumenbeet, wenn ich weiß, dass mein Garten außer Gefahr ist. Öffne ich das Tor zu Eva. Oh, und pass auf die Blumen auf. Uff. Ja, okay. Lodele. Und natürlich ist hier direkt der zweite Pinsel, Leute. Entschuldigung. Natürlich ist hier direkt der zweite Pinsel in der Ecke, Leute. Was wollte ich gerade sagen? So. Danke, dass du diese Unholde besiegt hast. Aber glaube nicht, ich hätte nicht gesehen, wie du auf mein Blumenbeeten getreten bist. Egal, ich werde dir jetzt den Code sagen. Der Code lautet... Schick. So. Man hätte ja auch nicht RBG BR schreiben können. Nein, nein. Man muss ja die Tasten unbedingt machen, damit man komplett durch den Dreh ist. Egal. So, Lille. Sieh nur. Wenigstens sind einige meiner Blumenbeete sind diesen bleichen Trampeltieren entgangen. Doch. Bomber ist traurig, er weint sich die Seele aus dem Leib. Oh nein, mehr Trampeltiere, das darf nicht wahr sein. Nicht noch einmal. Fabelhaft, ein Hoch auf Bomber, ein Hoch auf die Trauer. Wenn du bei ihm einsetzt, wird er
das wieder tun. Du tust dir nicht mal damit weh. Echt nicht? Na, das würde ich ja dann gerne... Oh, Tatsache. Das heißt mal, dass Bomber uns nicht wehtut. Sprach er, als Bomber ihn wehtat. So, und hier ist der Pinsel. Ja, okay. Jedenfalls haben wir die drei Pinsel aus diesem Level hier. Das heißt, hier muss ich nicht wieder nochmal rein. Beim nächsten Mal und spare mir halt dadurch auch nochmal Zeit. So, aber jetzt ist erstmal das Finale angesagt und das sogar noch in der Zeit, Leute. Ich werde nicht mehr. Alter! Was soll ich denn noch machen? Ich scroll doch mir den sonst was aus dem Leib. Pinsel ist gespeichert geblieben. Sehr schön. Aua! Ja, okay, ich muss doch. Ich muss doch zu ein, zwei Tricks greifen. Was ist mit dir geschehen? Wir müssen einen von Pilzvolk finden. Ich habe einen im chinesischen Garten gesehen. Er ist gleich da drüben. Beeilung. Big Club. Was? Wieso dieser Blick halt auch so? Was ist los? Was soll ich machen? So, egal. Wir gehen da mal dahin, würde ich sagen. Moment. Wie zum... Ach so, okay. Nein, warte, du bleibst da. Ich habe jetzt auch von sich wieder Leertaste gedrückt. Shift statt Leertaste gedrückt zum Laufen. Passiert halt mal. Wow, das hat schon ausgereicht. Läuft. So, ich habe ein bisschen getrickst, ich weiß, aber trotzdem. Ich muss da ein bisschen tricksen, damit ich da ein Stück weit schneller hinkomme. Eva, schnell, färb sie in ein, ich muss ihr wundervolle Stimme hören. Färbe sie ein, damit sie für mich singt.
Sehr schön. Oder auch nicht. Oh nein, die Fleiche muss ihre Stimme ruiniert haben. Wie furchtbar. Ihr bezaubernder Gesang ist verstummt. Was habe ich falsch gemacht? Warum konnte ich nicht für sie sorgen? Es ist doch nicht deine Schuld. Du bist nicht für die Handlung anderer verantwortlich. Wenn du eine andere Blume in deine Obhut hättest, würdest du es sicher prima machen. Sie hat eine Schwester, die hier in der Nähe in einer Höhle lebt. Ich hoffe, sie singt genauso gut, wie Eva es einst konnte. Perfekt, komm einfach mit. Dann bringen wir dich zu ihr. Na gut. So, da draußen sind Monster, die uns angreifen. Der Admiral verlangt nach dir. Bitte beeil dich. So. Dann machen wir doch so schnell wir können. Weil schneller als wir können, geht ja nicht. Und ich würde sagen, ich sehe ja gerade auf die Zeit und sehe, es ist doch relativ knapp. Deswegen hoffe ich einfach, dass quasi... Ah ja, okay. Es ist jetzt quasi der nächste Abschnitt, ne? Genau. Genau. Ja. Und jetzt seht ihr auch wieder hier 3 von 5. Das heißt, wir können doch noch jetzt sogar noch Pinsel sammeln beim nächsten Mal. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.